Wir sind's wieder. Servus. Und wir haben heute ein neues Video für euch am Start. Schon wieder? Genau. Aber nicht nur Videos, sondern auch Bilder. Stimmt, genau. In der Überleitung. Du hast 3 Bilder gemacht dieses Jahr. Genau. Also, ich habe ein bisschen mehr als mit 3 Bilder gemacht, sagen wir es mal so. Es waren eigentlich überraschend viel heuer, was man da. Und ja, ich habe mir gedacht, ich stelle euch einfach die Top 3 meiner quasi Konzertfotos des Jahres vor. Und nachdem er ja nur bewegte Bilder gemacht, haben wir sich gedacht, er soll euch dafür die 3 Interviewgäste des Jahres oder sagen wir die 3 denkwürdigsten Interviewmomente des Jahres vorstellen. Was war dein Platz 3? Aber wir machen jetzt dieses Video. Okay, wir machen zuerst dein Video. Hier kannst du dich in die Kommentare mitwarten, welcher Gast jetzt nur gewonnen hat. Starten wir mit der Nummer 3. Also wer findet, dass Nummer 3 gewonnen hat, einfach den Kommentar liken, wo der 3 drin steht, alles unten selbst erklärt. Der Typ mit den trainierten Beinen. Ich stehe da gerade neben sehr erotischen Leinen, innen drinnen alleine. Premium, gell? Was bewegt dich dazu, dass du sowas anziehst? Ich trainiere Beine. Ja, und wie kommst du da dazu, dass du deine Beine trainierst? Und wieso fragst du mich, ob ich deine Beine präsentieren soll? Ja, weil ich hätte gerne eine größere Meinung dazu. Soll man als Mann Hotpants tragen? Ich bin der Meinung, es ist geil, wenn man Beine trainiert, natürlich. Ja. Also drum. Trainieren jetzt gerne schlecht, haut die Viere. Schreibt es in die Kommentare rein, sollte man sowas tragen oder eher nicht? Sollte ich sowas tragen oder eher nicht? Ich weiß nicht, was mich mehr verstört. Der Typ mit seinen, okay, gut, Haxen hat er schöne. Über die Hotpants kann man ein bisschen geteilter Meinung sein, das stimmt schon. Ich habe allerdings deinen Blick hinsichtlich der Haxen ein bisschen verstörend gefunden. Also, ich glaube, es gibt Sachen, die was ich über meinen Buben noch nicht weiß. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es wissen will. Ja, also wenn du dir das gerade anschaust, kommst du mal zu mir, das macht man auch. Ich da hinten schlafen sie mit der Kamera. Ich glaube, da sehen wir uns mal, da treffen wir uns mal. Ich traue den Porno dazu. Ich muss da die Bilder dazu machen, die Kampfschutz kannst du da fotografieren. Okay, meine Kommen wir zur Nummer 2. Es ist wahrscheinlich nicht besser. Schreibt sie, wenn sie das besser findet, natürlich ganz gerne in die Kommentare. Also liked einfach den Kommentar ab. Der Klang war gut, wir haben gut gespielt und es waren leider nicht so viele Leute, wie wir wollen hätten, aber es war trotzdem eine coole Show und es war auf jeden Fall eine tolle Vorlage, weil wir haben nämlich nie so auf einer großen Bühne gespielt, also ich zumindest nicht. Und ja, war auf jeden Fall geil. Ich war noch nie in Tirol. Also heute war das erste Mal von mir. Du warst nie in Tirol? Ich war noch nie in Tirol. Dein ganzes Leben? Mein ganzes Leben, ja. Das erste Mal mehr. Das erste Mal in Tirol und das erste Mal in Tirol generell. War auf jeden Fall geil. Er hat mir so der Bord, deswegen habe ich ihn adoptiert. Hat sich gut angefühlt. Es waren nicht viele Leute da, wie gesagt. Aber die, was mitgegangen sind, sind wirklich mitgegangen. So wir sind abgegangen. Für euch. Ja, es hat mir ein bisschen. Hat sich in Grenzen gehalten? Ja. Sehr, sehr ein bisschen machen auf jeden Fall. Ja, bin sicher. Eine Frage, eine ganz wichtige Frage. Wenn ihr ein Lebensmittel wäret, welches Lebensmittel wäret ihr? Pizza. 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 100 Pro. Quattro Formaggi. Ja. Aber kein Hawaii, oder? Kein Hawaii. Nein. Okay, kein Hawaii. Okay. Nein, nur dass wir wissen, dass du nicht komplett angerannt bist. Du musst dich anfangen. Schlecht. Mit Ananas. Ja. Also ich finde ja ein ziemliches Verbrechen, wenn man Schinken auf Pizza tut, das geht gar nicht. Also Margarita mit Ananas, ja, aber Hawaii, nein, da ist Schinken um. Das geht gar nicht. Was wärst du? Sag mir du auch als erstes. Was wärst du? Zödermost. Ja, ja, sicher. Dann bin ich ein Lebensmittel. Ja, leider kriegt man aber so schön Durchfall. Du? Wow, also ich weiß nicht, was ich letztes Mal gesagt habe, weil da haben wir ein Interview gemacht. Gell. Aber jetzt war ich anders Lebensmittel, weil sonst war es ja nicht spannend. Ich glaube, ich war jetzt irgendwie so ein Nutella-Brot. Also, ja, für alle, die es nicht wissen, letztes Mal hat er gesagt, der wäre der Kakao. Das beißt ziemlich gut, aber Nutella-Brot natürlich, wie man schon berät haben im Interview danach, Nutella-Brot natürlich nur mit Butter. Nein, Nutella-Brot ohne Butter, bitte. Das verfälscht den Geschmack. Nein, das bringt dann mal richtig seinen Genuss hin. Also nein, schon viele Butter nein, drunter, das hat einen Sinn. Nein, Nutella-Brot, also bitte schreibt in die Kommentare unten Nutella-Brot mit Butter oder ohne Butter. Ja, ich sag's euch, ohne. Wir essen nachher Nutella-Brot, wenn wir fertig sind. Aber mit zuerst, Butter.
Nein, ohne Butter, aber zuerst hat er nämlich nur ein drittes Video für uns, das was ich auch schon sehe. Das ist ganz kurz, weil es ist ja nicht mehr recht viel von mir da gewesen zum Sprechen. Das war am Windruck wahrscheinlich. Das war am Windruck, genau. Das erklärt einiges, denke ich. Wer denkt, du nimmst das legendäre Outtake vom Sinister Feast? Da war ich schon gewaltige Mende. Also wer das wissen will, Sinister Feast ganz am Ende, da haben wir nicht mehr gescheit reden können. Da war nicht nur er am Ende, ich glaube alle Beteiligten in diesem Outtake waren definitiv nicht mehr nüchtern. Und ich habe gedacht, das startet man eine voll geile Interviewrunde an. Das haben wir bei dem Video auch gedacht, dass wir eine voll geile Interviewrunde ausstarten. Im Endeffekt ist es nicht so geil und eher zum Schauen am nächsten Tag. Aber immerhin hat es trotzdem eine da, also Eier oder der Bub. Man muss zu dem stehen, was man aufführt. Das gehört dazu. Ich war 2019 schon mal auf dem Festival, am ersten InRock. Und ich glaube, ich habe da den Rausch meines Lebens ausgefasst, weil ich war nicht da zum Spülen, sondern einfach nur zum Saufen. Und da zum Speien. Genau. Ja, ich hab einfach mehr Bühne gemacht von dem Ganzen. Und ich weiß, ich habe mich angespielt und ich weiß nichts mehr davon. Und ja, heute bin ich da und hab mit der Bank gespielt. Ja. Das ist mir nicht aus Speien. Das heißt, du warst eigentlich auf Festivals, damit du dich ausspeimen kannst. Aber genau. Ja, das war der Nummer 1, Leipzig und der Reine. Da war es der Typ mit den Beinen, war es der Bär mit seiner Band Weltenbrand oder war es Vertilizer und Boundarizer kombiniert auch und Boundary kombiniert zu Boundarizer. 3, 2 oder 1, was war das Interview für dich von den drei? 3, 2 oder 1? Also ich glaube, ich finde definitiv das Wortkonstrukt Boundarizer am besten. Ja. Ich bin unbedingt dafür, die sollten mal gemeinsam touren und sollten auch wirklich gemeinsam einen Song schreiben. Also Burschen, wann sie das der Herz macht, das bitte. Wir sehen uns dann morgen sonntags zu den drei besten Konzertbildern, die du geschossen hast. Genau. Da gibt es auch wieder eine Abstimmung. Und dann schauen wir, wer generell dazu gewinnt. Also ich war bei den Interviews jetzt eigentlich beim Einser, weil es einfach also ein Running Gag war das. Bei mir so im Freundeskreis ist einfach so ein Running Gag und du fährst hin zum Speien. Genau. Wie gesagt, also ich bin nach wie vor für den Boundarizer, ja. Weil es einfach was Großartiges ist. Wir sehen uns morgen bei dem kommenden Video von Ante, ihren Bühler. Geht euch bis morgen. Tschüss.